Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du den Audioeingang in Windows einstellst. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du siehst, befinde ich mich am Desktop meines Windows-Rechners. Was du hier genau alles einstellen kannst und wo du diese Einstellungen findest, erfährst du in anderen Videos. Die Videos sind in der Videobeschreibung und oder in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was der Audioeingang einstellen eigentlich bedeutet. In manchen Fällen benötigt man verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für sein Mikrofon bzw. den Audioeingang bei Windows. Dies kann sein für eventuelle Online-Meetings, Videoaufnahmen oder sonstiges. Eventuell hat man ebenfalls mehrere Mikrofone angeschlossen, als Beispiel das Mikrofon der Webcam, bei Laptops zum Beispiel, und zusätzlich ein Mikrofon des Headsets oder auch ein Standmikrofon. Nun kann man hier die Lautstärke einstellen, aber auch das zu verwendende Gerät. Das heißt, hast du mehrere Mikrofone, so muss man auch einstellen, welches Mikrofon nun verwendet werden soll. Diese Einstellungen kann man in den Systemeinstellungen machen. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, öffnest du die Systemeinstellungen entweder hier unter dem Windows-Symbol und das Einstellungssymbol oder Windows und i. Es öffnet sich nun folgendes Fenster. Wichtig hierbei ist, nutzt du Windows 11, so gehst du ebenfalls auf den folgenden Menüpunkt. Der Menüpunkt heißt gleich. Hier gehst du nun unter System auf den Reiter Sound. Oben siehst du nun die Ausgabe und wenn wir hier runter scrollen, siehst du die Eingabe. Das heißt, der Audioeingang wird in Windows unter Eingabe und Eingabegerät deklariert. Hier darunter kannst du nun dein Eingabegerät auswählen. Klickst du darauf, so siehst du nun hier die verschiedenen angeschlossenen Geräte. Dies kann sein das Standardkommunikationsgerät, die Webcam oder auch ein Standmikrofon oder sonstiges. Also du wirst hier wahrscheinlich mehrere Geräte finden. Klickst du dich nun hier zwischendurch, so siehst du hier unten unter Mikrofon testen ein Ausschlagen. Das heißt, das Gerät ist ordnungsgemäß angesteckt. Wichtig hierbei zu wissen ist, auch wenn du hier ein Standardgerät auswählst, wie ich hier mit meinem Standmikrofon, so kannst du bei Benutzung anderer Apps wie beispielsweise Zoom ein eigenständiges Gerät für diese App auswählen. Das hier ist ausschließlich der Standard, welches auch dann standardgemäß bei den Apps benutzt wird. Darunter kannst du noch in die Geräteeigenschaften gehen und nun hier die Lautstärke auswählen. Das heißt, wenn du sprichst, wie laut sprichst du in das Gerät? Darüber kannst du ebenfalls einen Namen für das Gerät festlegen, als Beispiel Standmikrofon, Headsetmikrofon, Webcammikrofon und so weiter. Gehst du nun hier wieder auf zurück, so kannst du darunter noch die Audiogeräte verwalten. Klickst du hier darauf, so öffnet sich folgendes Fenster und du siehst hier nun alle angeschlossenen Geräte von deinem aktuellen Gerät, welche jetzt angeschlossen sind oder jemals angeschlossen waren. Ein Beispiel hierfür ist meine Oculus Rift. Hier habe ich ein Headset-Mikrofon, welches ich einmal angeschlossen habe. Klicke ich darauf, so kann ich dieses Gerät deaktivieren, sollte ich es in Zukunft nicht mehr verwenden. Das heißt, deaktiviere ich es hier, gehe dann zurück, so ist dies hier nicht mehr in der Auswahlliste zu finden. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Windows-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den PC-Grundfunktionen-Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema PC-Grundfunktionen. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und Merkzetteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein PC-Grundfunktionen-Kurszertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.